Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ameisenvideo. Ja, ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und werde jetzt mit euch die Sachen hier mal, also die Ameisen, überprüfen, wie es denen geht. Und das jetzt das dritte Mal. Einmal alleine und einmal mit Kameraabschmierer. Schön, schön. Wir fangen mal bei den Mesobarbarus an. Die. Ja, scheinen sich ganz gut vermehrt zu haben. Also es sieht nicht schlecht aus. Sie haben nicht super viel Brut. Ich habe noch eben mehr Brut gesehen, aber da habe ich sie ein bisschen gestört. Und das haben sie jetzt anscheinend weggeschafft. Die kleine Arbeiterin da unten, ist die eingequetscht. Der scheint es nicht mehr gut ge zu gehen. Schade, schade. Naja, sind alle Kolonien ein bisschen ausgetrocknet, bis auf die, die in einem Reagenzglas leben. Die hatten noch Wasser, aber da oben nicht mehr. Naja, gleich mal den Ausbruchschutz noch mal ein bisschen verbessern. Habe ich vor dem Urlaub ein bisschen zu dick aufgetragen. Naja, jetzt zu meiner selbstgefangenen Lasius Niger Kolonie. Dort. Es läuft gerade auch eine voragierend draußen rum. Ich weiß nicht, ob die was bekommen haben. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich gebe denen jedenfalls gleich was. Das werde ich auch zeigen. Da werde ich eine Art Special-Video draus machen, wo ich dann alle Kolonien einmal versorge. Mit Wasser, Futter und so tralala. Das dürft ihr dann einmal versorgen. Ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das angucken. Das Video wird dann so eine halbe Stunde lang. Und mit nicht so guter Auflösung, weil das sonst meinen Speicher des Handys raubt und deswegen das andere Video eben abgekratzt ist. Naja, jetzt hier zu der Lasius-Niger-Kolonie. Die haben auf jeden Fall Essen bekommen, denen geht's ganz gut. Dort hinten läuft eine Foragierende rum. Die wollen aber nicht so ganz wachsen. Ich weiß nicht wieso. Und man kann sie leider ganz schlecht sehen, weil ich diese klebende rote Folie um das Reagenzglas drum gemacht habe und die dunkler ist und ich sie auch nicht abmachen kann. Schade, schade. Naja, in meinen Augen sind sie nicht wirklich gewachsen, aber okay. Dann zu den Camponotus herculeanus. Die sind, ja, sehen ganz gut aus. Sind immer noch nicht wenige. Ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich glaube, so viele waren sie vorher auch. Aber sie sind gut genährt. Und das heißt ja schon mal was. Da hinten ist ein bisschen Dreck. Boah, aber die haben ordentlich was bekommen. Dann zu den Camponotus nicobarensis. Da kann ich was ganz Freudiges verkünden. Und zwar ist es jetzt eine Arbeiterin mehr. Sie haben eine Puppe und eine Larve. Das heißt, es geht los. Und da die ja keine richtige Winterruhe halten, denke ich, ist deren, ja, wie soll ich sagen, Absturz nächstes Jahr auch wieder ein bisschen aufgeholt. Und jetzt hier die Cerviformica fusca. Im Moment meine Problemkolonie. Mache ich nochmal ein separates Video zu. Zeige ich jetzt nochmal ganz kurz. Die vermehren sich leider auch nicht so wirklich, obwohl das ja sehr Cerviformica fusca untypisch ist. Sie wollen auch nicht mehr zurück ins Reagenzglas ziehen. Da hätte ich dir jetzt die Idee, da einen Schlauch bis dahin zu legen, dass sie es vielleicht ein bisschen leichter haben und den Weg dahin besser finden. Aber ich muss mal gucken. Die fressen auch sehr wenig. Aber die Haltungsbedingungen sollten stimmen. Ziemlich trocken mögen die ja und warm durch die Halogenlampe. Also hier fühlt man noch ordentlich Wärme. Naja, dann gucke ich mal hier bei den Königinnen in den kleinen Reagenzgläsern vorbei. Ich bin bei allen jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil ich die ja schon eben genervt habe. Die hier oben, die nehme ich jetzt auch mal raus. Hat schon erste Arbeiterin, die Lasius Niger Königin. Was ich mit der mache, weiß ich noch nicht.
Die hat auch wieder neue Larven. Freut mich. Die hier hat, ja, ganz viele Larven, denke ich mal. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ja, sollten Larven sein. Und ja, die braucht wohl noch ein bisschen was. Die haben es alle sehr, sehr trocken im Moment. Und deswegen tue ich die auch nochmal wieder rein, dass ich die ordentlich bewässern kann. Und die Tetramorium-Königin haben beide ordentlich Brutpuppen, was mir natürlich freut. Und deswegen werden die auch demnächst versandbereit sein. Die hier auch, bei der ist aber ein bisschen schwieriger zu sehen. An der Watte. Naja, mehr möchte ich auch gerade nicht zeigen. Ich denke, das ist verständlich. Schnell wieder drüber. Dann zu den Lasius Flavus Königinnen. Das ist jetzt die einzige Kolonie mit drei Königinnen. Die eine Königin hat so ein Dötsche am Gaster. Das ist, ich weiß nicht genau welche, ich kann es nicht zeigen. Auf jeden Fall haben sie Brut, ein paar Larven und Eier. Scheint denen ganz gut zu gehen. Dann hier die Lasius Flavus Kolonie mit nur noch zwei Königinnen. Bei denen war die dritte schon, bevor ich gegangen bin, gestorben. Schade, die haben ein bisschen weniger Brut, also man sieht den Unterschied zwischen den verschiedenen Königinnen Anzahlen. Jetzt hier die zwei. Die haben auch Brut ganz dort versteckt, sieht man jetzt. Die eine ist umgefallen, die fallen sehr gerne um. Dann die hier. Das waren früher mal zwei. Daraus ist jetzt eine geworden. Die andere ist leider abgekratzt. Oder sind sogar beide gestorben? Nein. Die eine versorgte gerade die paar Eier. Und hier noch die einzelne. Oh nee. Shit. Da kann man gerade die Eier sehen. Ja, viel kann ich dazu nicht sagen. Jetzt alles wieder schnell schön ordnen. Die scheinen nämlich nicht so erfreut zu sein. Nein, nicht wegrollen, bitte nicht. Ja, und hier die Tetramorium-König. Tetramorium-Königin. Die hat eigentlich noch nichts gelegt, soweit ich sehen kann. Aber ich hoffe, das kommt. Die hat sich so eine kleine Höhle gebaut. Naja, jetzt mal alles wieder an ihren rechten Platz. Und wieder Abdeckung drauf. Jetzt gucke ich mal bei denen hier vorbei. Ich weiß selber nicht mehr, welche in welchen Reagenzgläser sind. Deswegen, ui, ach ja, da ist ja genau die Kameralinse. So, ich muss jetzt ein bisschen krüppelig filmen. Jo, hier ist noch eine Lasius Niger Königin drin. Die hat Eier gelegt, aber die Eier wollen sich einfach nicht entwickeln. Der Wassertank geht langsam aus und ich verstehe nicht, warum die sie nicht entwickeln wollen. Hatten die gleichen Bedingungen wie all die anderen Lasius Niger Königinnen. Die habe ich vom Urlaub im Garten freigesetzt, aber die wollten anscheinend nicht. Das dürfte eine Tetramorium sein.
Nee, das ist die Serviformica fusca. Ja, ich weiß nicht, die hat immer noch keine Eier gelegt. Meint ihr, ich soll die mal zu meiner anderen Serviformica-Kolonie dazugeben? Schreibt das mal in die Kommentare. Dann kann ich die Königin zwar nicht verkaufen, die es eigentlich vorhatte, aber es hilft der Königin sicherlich. Also, zumindest wenn das dann gut für die ist, dann hilft er das. Die ist ja auch eine sehr kleine Königin und die werden ja eigentlich immer schon von Kolonien adoptiert, sage ich mal. Und hier haben wir eine Tetramorium-Königin mit schon einer Arbeiterin. Ui. Ui, ui, ui. Oh, ist die winzig. Ist ja unglaublich. Die Tetramorien, die man sonst immer so draußen sieht, die sind deutlich größer. Naja, da gucke ich auch nochmal, was ich mit denen mache. Muss ich ja auch wieder neu Nest anbieten und so weiter. Und hier noch die vierte. Noch eine Tetramorium-Königin. Und die. Jetzt will er nicht mehr scharf stellen, schade. Die hat hier ihre Eier oder sind das kleine Larven? Aber da ist noch nicht so viel passiert. Ich glaube, die schafft's nicht. Oder sie endet einfach wie die eine Lasius-Königin. So, ja, Autofokus gerne. Ja, das war jetzt erstmal der kleine Überblick, aber wartet, es kommt noch was. Und das befindet sich in dieser Dose. Und das ist etwas ziemlich Besonderes, eine Königin, die ich gefangen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es die schafft. Wäre schade. Aber ich glaube, ich wäre zu faul, mir dann eine neue zu kaufen. Und zwar kann man ahnen, dadurch, dass hier Insektenteile drin rumliegen, dass das vielleicht eine semiklaustral gründende Königin ist und das ja etwas Besonderes sein soll, scheidet Myrmica rubra ja im Grunde aus. Die habe ich auch gefangen, zwei Königinnen, hatte dann aber noch keine Tupperdose wie hier bereit und auch noch keinen Anprobierstrumpf aus dem Schuhgeschäft. Ja, und da drin befindet sich eine Manica-Rubida-Königin. Die hockt wahrscheinlich gerade dort hinten im Becher. Und die werde ich dann gleich auch umsetzen. Boah, im Moment kann ich da aber noch nicht viel zeigen. Ich möchte jetzt nicht nochmal stören. Die hat jetzt 3 oder 4 Tage lang ja im Urlaub in dieser Dose verweilen müssen. Am Anfang hat die auch noch nicht diesen Strumpf. Und eieiei, die ist mir einmal fast entkommen, aber ist eine lange Geschichte. Wenn ihr was dazu hören möchtet, dann könnt ihr das auch nochmal in die Kommentare schreiben. Das sage ich vielleicht auch nochmal in einem langen Video. Naja. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ah, halt, stopp. Da habe ich noch eine Frage zu dir hier. Die sind ja relativ schwer zu halten. Und ich habe keinerlei Erfahrungen mit sozialparasitären Königinnen. Wie mache ich das denn am allerbesten? Und ja, was sind die perfekten Bedingungen für die? Ich weiß, dass die empfindlich auf jegliche Schwankungen reagieren, aber auch immer so ein Schwankungen brauchen. Die leben ja auch in der Nähe von Flussufern. Und zudem weiß ich nicht, ob die Königin schon Larven hatte und ob die es jetzt überhaupt nochmal schafft, da ich die ja im August jetzt gefangen habe. Einige Websites im Internet schreiben, die schwärmen bis September oder Ende August. Andere sagen nur bis Juli. Da bin ich jetzt ein bisschen, ja, durcheinander gebracht.
Da würde ich auch gerne Hilfe annehmen. So, jetzt soll es das aber mit dem Video gewesen sein. Ich glaube, ich habe alles gezeigt und den Rest werdet ihr gleich in dem anderen Video noch sehen. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da und kommentiert gerne. Beantwortet bitte, bitte meine Fragen, Lob, Kritik und so weiter auch gerne in die Kommentare und abonniert mich gerne. Dann könnt ihr noch mehr solcher lustigen, aber sicherlich mit Stativ gefilmten Aufnahmen sehen. Das ist jetzt mit meinem Handy gefilmt. Das mache ich nur, weil ich gerade das Video schnell machen wollte. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschö.